Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe Fairnews Spotlight. Heute geht es um eine Rettung der besonderen Art. Eine bereits zum Abwracken freigegebene Fähre wird doch noch vor ihrem Ende gerettet. Wieso ein jahrzehntealtes Schiff noch einmal richtig schick werden kann, warum nicht jedes alte Schiff unmodern ist und warum noch viel mehr alte Fähren ein zweites Leben erhalten sollten, das erfährst du in diesem Video. Wie an dem Thumbnail und den ersten Bildern zu erkennen, geht es heute bei Fairnews Spotlight um die neue, alte Smyrna die Levante, die vielen noch als Rostock oder Kopernik bekannt sein dürfte. Doch dazu später mehr. Die MS Smyrna die Levante der griechischen Reederei Levante Ferries ist 158,42 Meter lang, 21,6 Meter breit und bietet auf 1275 Lademetern Platz für 430 Pkw oder 58 Lkw. Dabei können die Fahrzeuge auf zwei Decks abgestellt werden. Die heutige Smyrna die Levante wurde auf der Bergens Mekaniske Werkstatt AS im norwegischen Bergen als Eisenbahn- und Frachtfähre MS Rostock für die Deutsche Reichsbahn gebaut und 1977 in Dienst gestellt. Sie ist mit einer Bruttoraumzahl von 14.205 vermessen und wurde zunächst auf der Königslinie zwischen Sassnitz auf Rügen und Trelleborg in Südschweden eingesetzt. Damals standen auf 5 Gleisen 606 Gleismeter für den Transport von Eisenbahnwagen zur Verfügung. Außerdem bot die Fähre 70 Passagieren und 39 Besatzungsmitgliedern an Bord Platz. 36 Passagiere konnten in Kabinen untergebracht werden. Angetrieben wird die Fähre von zwei MAN 8L46-54 und zwei 6L46-54 Motoren, die das Schiff mit 12.872 kW bzw. 17.501 PS auf bis zu 20 Knoten beschleunigen können. Ab 1993 gehörte die Fähre zur Deutschen Fährgesellschaft Ostsee, kurz DFO. Im Anschluss an die Übernahme erfolgte ein umfangreicher Umbau bei der Neptunwerft in Rostock und auf der Lloydwerft in Bremerhaven, wobei die Fähre sowohl eine zusätzliche Seitenrampe an der Steuerbordseite des Schiffes zur Beladung des Hauptdecks mit Straßenfahrzeugen erhielt, als auch die Passagierkapazität auf 400 erhöht wurde. Von 1994 bis 1998 verkehrte die umgebaute Fähre dann auf der neu geschaffenen Fährverbindung Rostock-Trelleborg, ehe sie von der Mecklenburg-Vorpommern und der Skåne abgelöst wurde. Über die immer noch auf der Relation verkehrende Mecklenburg-Vorpommern haben wir bereits ausführlich in der letzten Ausgabe Fairnews Spotlight berichtet. Gerne kannst du dir auch dieses Video anschauen. Den Link dazu findest du in der Infobox und in der Videobeschreibung. Nachdem die Rostock ab 1998 zu Scandlines gehörte, wurde sie im Februar 1999 an die Seawind Line verkauft, in Starwind umbenannt und auf der Route Stockholm-Turku eingesetzt. Von 2002 bis 2005 verkehrte sie auf der Route Helsinki-Tallinn, ehe sie von Mai 2005 bis August 2005 wieder auf der Route Stockholm-Turku eingesetzt wurde. Im Oktober 2005 wurde die Starwind an Euroshipping in Tallinn verkauft und in Vironia umbenannt. Von 2006 bis 2007 verkehrte sie zwischen Kotka und Sillamäe, ehe sie am 6.11.2007 an die Euro Africa Shipping in Polen verkauft wurde und fortan als Kopernik für Unity Line zwischen dem polnischen Swinemünde und dem schwedischen Ystad verkehrte. Ab dem 16. Februar 2019 war das Schiff für den Abbruch bestimmt. Zum 1. April 2019 wurde das Schiff daher in Pern umbenannt und am 12. April auf die Gesellschaft Mediterranean Shipbreaking mit Sitz in Monrovia übertragen. Im Juli 2019 erwarb dann die Levante Ferries Maritime Company das Schiff, benannte es zum 1. Juli in Smyrna um und brachte es unter griechische Flagge. Die Bestimmung zum Abbruch wurde widerrufen und das Schiff wurde auf einer Werft bei Piräus umgebaut und modernisiert. Die griechische Reederei Levante Ferries, Träger des Shipex 2015 Award sowie des Passenger Line 2019 Award, eröffnete mit der nun in Smyrna die Levante umbenannten Fähre am 17. Oktober 2022 eine neue Route zwischen dem griechischen Thessaloniki und dem türkischen Izmir. Das Schiff bietet nach seinem Umbau nun Platz für 948 Passagiere, davon 232 in 73 Kabinen. Außerdem
finden weitere 210 Passagiere auf Flugzeugsitzen Platz. Neben der bequemen Ein- und Ausschiffung über Rolltreppen stehen ebenso Personenaufzüge zur Verfügung. Körperlich eingeschränkten Personen wird eine umfassende Unterstützung angeboten und für das Gepäck stehen spezielle Gepäckräume zur Verfügung. Das Schiff ist vollständig klimatisiert, es gibt WLAN in allen Räumen und auf jeder Kabine steht Satellitenfernsehen zur Verfügung. Neben einer Krankenstation gibt es 2 Shops, 3 Bars, eine davon auf dem Freideck inklusive Barbecue, diverse Sitzplätze im Innen- und Außenbereich sowie Steckdosen auf dem gesamten Schiff. Ein automatisches Rettungssystem, das Marine Evacuation System, kurz MBS, sorgt für die notwendige Sicherheit. Die Fahrzeit wird mit 14 Stunden bei einer Geschwindigkeit von 18 Knoten angegeben. Jeweils montags, mittwochs und freitags verkehrt die Fähre ab Thessaloniki um 19 Uhr mit Ankunft in Izmir am nächsten Morgen um 9 Uhr. Von dort geht es jeweils dienstags, donnerstags und samstags zurück nach Thessaloniki mit denselben Abfahrts- und Ankunftszeiten. Die Linie soll das ganze Jahr über und nicht nur zu Saisonzeiten betrieben werden. Beide Destinationen sollen durch die neue Verbindung mit Tourismus und Handel gestärkt werden. Die Linie bekommt derzeit besonders viel Aufmerksamkeit von griechischen und türkischen Medien und soll auch zur Völkerverständigung beitragen. So wurde die Smyrna die Levante als das Schiff der Freundschaft betitelt. Um die neue alte Fähre nun noch einmal richtig genießen zu können, findet ihr hier im Anschluss einige Eindrücke, die uns freundlicherweise von Levante Ferries zur freien Verwendung zur Verfügung gestellt wurden. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Levante Ferries und wünschen der neuen Fährverbindung ein langes Leben und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.